willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute Bahubali 2 The Conclusion anschauen. Der erste Teil von Bahubali war schon sehr erfolgreich und ja, freuen wir uns auf den zweiten Teil und wir wollen uns den Trailer anschauen und heute habe ich Eugen als Unterstützung da. Hi Leute, ich hoffe euch geht's gut und wie Kasi gesagt hat, schauen wir uns heute den Trailer zu Bahubali an. Hast du schon mal einen Film angeschaut? Boah, Einmal habe ich einen indischen Film angeschaut, aber ich habe den nicht vollständig geschaut, weil ich das spontan eingeschaltet habe und ich denke, das war der erste Teil von dem, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich habe den jetzt nicht gesehen, aber der Name kam mir bekannt vor. Okay, ich bin schon sehr gespannt, weil der Trailer hat schon in 4 Tagen über 30 Millionen Klicks auf YouTube und ja, dann fangen wir mal an. So, jetzt manchmal erstmal Feuer als Einstieg. Okay. Boah, Grafik ist schon mal Bombe. Das mit Blut. Nichts für schwach, ne? Schockierte Gesichter. Die hat ja einen Ring am Fuß. Ehring. Blutige Hände. Blutverschmiertes Schwert. Was passiert da wohl? Von hinten. Macht man nicht. Richtig mies. Sogar beim Feind machen wir es. Oh. Das ist, glaube ich, das ist Bahubali. Ja, das war der. Das, ich habe den ersten Teil davon angeschaut. Ja? Ja, ich kenne den Mann. Also vom Sehen her. Der kam mir bekannt vor. Das ist, glaube ich, die weibliche Hauptdarsteller mit Tanzszenen. Wow, geil. Das sieht bombastisch aus. Denkst du, das gibt's auch in Wirklichkeit? Das frage ich mich aus. Sieht echt Hammer aus. Der hat krassen Bart, ja. Wie der hochläuft. Diese krassen Sets. Hammer. Oh, blutig ist es auch. Krasse Szene, ja. Ein richtiger historischer Epos. Hammer. Oh, durch zwei Leute durch. Guck mal, hier wird der von gar keinem Fall getroffen. Hammer. Und dann schmiert der Sand auf seine Wunde. Krasser Typ, ja. Bahubali. Guck mal, die haben Ohrring, Alter. Beide. Während des Kriegs. Normalerweise darf man ja so einen Sport und so keinen Ringe tragen oder so. Schmuck. Krass. Richtige Historien-Epos. Wie der erste Teil. Viel Action, gute Action. Und bildgewaltige Kulissen. Oh, diese. Kulissen sehen echt krass aus, die Orte. Also es hat dir gefallen, ne? Hat mir sehr gefallen. Und dir? Also ich finde, also der Trailer war top. Natürlich gab es da so ein paar Szenen, so, wo man so Hightech ein bisschen so verbessert hat. Aber sonst war es richtig Bombe. Und ich habe den Teil ja geschaut, also den ersten Teil habe ich mal geschaut, aber nicht zu Ende. Ich werde, glaube ich, den ersten Teil mal einmal vollständig anschauen. Muss ich auch anschauen. Und dann den zweiten, mal gucken, ob wir ins Kino gehen. Natürlich wäre es gut, wenn ein, zwei Frauen mitkommen, natürlich. Also, was ich noch sagen möchte, der erste Teil Bahubali war sehr erfolgreich, war auch in Deutschland auf Deutsch erschienen und läuft auch öfters, habe ich gehört, auf dem deutschen Kanal Z1. Also, wenn ihr es anschaut, könnt ihr es dort gerne tun. Und ja, bin ich gespannt, wenn ich die Filme anschauen kann, weil es sieht schon sehr interessant aus, nach richtigem Action auch. Ja, hoffen wir mal, dass der zweite Teil auch ins Fernsehen kommt, dann stimmt. Können wir es umsonst schauen. Aber im Kino gibt es eine andere Atmosphäre, Leute. Deswegen empfehle ich... So, es lohnt sich bestimmt im Kino anzuschauen. Ja. Vor allem wegen Ton, Bild, gewaltig. Hammer, bestimmt. Bombe, ja. Auf jeden Fall, der Mann hat einen krassen Bart, das hat mir Bombe gefallen. Lass dir auch einen machen. Ja, ich lasse mir jetzt auch einen machen. So, dann war es das von uns. Wenn es euch gefallen hat, liked es,
kommentiert, abonniert, teilt das Video und ich hoffe, euch gefällt das Video. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Da war's das von uns. Namaste. Namaste, konnichiwa, bye bye, adios amigos, Leute. Wir sehen uns hoffentlich bald zu einem neuen Video. Ciao. Wenn ihr Lust mitzukommen, also wenn ihr Bock mitzukommen, wenn ihr Lust habt mitzukommen, ja, unsere Kessel. Ja. Wie darfst du das so sagen? Ey, wäre es eigentlich, wenn wir so eine Veranstaltung machen? Ein Treffen oder was? Nein, so Eintrittskarten verlosen. Eintrittskarten? Ja, schon. Aber für jedes Kino. Interessant. Denkst du, das geht, Alter? Wäre doch ein tolles Kino. Hast du eine Bank? So Bank, Alter. Du machst einfach, einfach fünf Karten so und danach macht man dann so auf Zufall, wählt man dann fünf Leute aus, die das gewinnen halt. Mhm. Ja. Kasse. Mhm. Weißt du, wie viel dein Eintritt kostet? Ja, 15 Euro. Junge, du investierst für deine 15 Euro, dann nochmal 5. Wenn ich hier so stehe. Also 15 Euro ist doch nichts. Für einen YouTuber wie du, hör mal. Eine unwirkliche Hürde. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns Bahubali 2 an, The Conclusion. Und eine Kompassantehilfe. Okay, erzähl weiter, ja? Erzähl weiter, okay. Hilf und Kapaz.